dem Leichenwagen hinterher, bis zum Friedhof. Das ist Charlotte, meine Stimme, mein Augenlicht, mein Gehör, meine Seele. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen.
Stimme, damit ich was sage? Simples Zeug. Damit ich die anderen verletze und mich in Schwierigkeiten bringe. Augen, damit ich die Verzweiflung der Menschen sehe. Oder im Spiegel ein Schatten von dem, was ich einmal war. Hohl und zerfressen, sie töten mich langsam, jeden Tag ein kleines Stück. Ohren, damit ich schreie, Delirium, Bedrohung, falsche Versprechen höre. Es wird alles gut. Alles geht vorbei. Meine Seele nicht fähig zu leben. Nicht fähig, sich in eine Welt anzupassen, in die ich nicht gehörte. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen. Ich wünsche mir, nicht mehr sprechen zu können. Ich wünsche mir, nicht mehr sehen zu können. Ich wünsche mir, nicht mehr hören zu können. Ich wünsche mir, mich selbst zu verlieren. Für immer. Thank you.
In der Schule lernt man viel und deshalb muss man hingehen, sonst lernt man ja nichts, oder? Ich mache viele schlechte Sachen. Ich sag nichts davon, aber Mama weiß trotzdem alles. Herr Onofrio ist freundlich und hilft uns. Wenn er nicht da ist, habe ich guten Grund, Angst zu haben. Meine Puppe Charlotte ist so hübsch, so lieb. René ist überhaupt nicht lieb. Ein schwarzer Vogel pickt sich Fressen aus meinem Kopf. Darum tut er auch so höllisch weh. Don Gino weiß alles. Er spricht mit Gott, der ihm eine Menge Sachen erzählt. Eine Katze kriecht durch meinen Mund, frisst mich von innen auf, keine sichtbaren Spuren. Wenigstens das. René ist höflich zu Don Gino, aber er macht mir immer Angst. Ich bin nicht wie die anderen. Warum, Mama? Warum? Meine Schulkameradinnen im Licht.
Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten.